Hallo Mädels und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es um einen Tag. Die Miss Bella hat damit angefangen und dann ging das so die Runde weiter. Und ich habe die Videos nach und nach alle irgendwie angeguckt und fand es ganz interessant, was man für Produkt von jeder Marke. So heißt der Tag oder so heißt einfach die Überschrift. Und ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Genau. Miss Bella hat damit angefangen und jeder geht so seinen Schritt weiter, ob er das mitmachen will oder nicht. Und ich mache da jetzt einfach mit. Ich drehe dieses Video schon zum dritten Mal. Also ich habe den Lidschatten von Cosmetic Cosmo rausgesucht und zwar der Edelweiß. Ich finde ihn wunderschön. Er geht immer. Ich habe damit heute gehighlightet im Augenwinkel. So, Make-up Revolution. Ich würde immer wieder diese Palette kaufen. Und zwar ist es die New Trials vs. Neutrals. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich liebe die Rottöne. Sie hat einfach das Optimale für mich. Ich liebe diese auffälligen Looks, wo man einfach viel Rot drin hat. Ich finde, das passt auch zu grünen Augen. Ich finde, da kommen einfach die grünen Augen gut raus. Ich finde sie super. Ich würde sie mir immer wieder nachkaufen. Genauso geht es um Wet n Wild Comfort Zone Palette. Und zwar habe ich mir die eigentlich nur ausschließlich wegen diesem Ton hier gekauft. Wer hat es nicht? Diesen Ton hier. Der ist immer Oberhammerknüller, bombenmäßig. Ich finde den super. Ich würde ihn mir immer wieder nachkaufen. So. Ja. Tolle Palette, kann ich nur sagen. P2. Von P2 habe ich mir hier das Perfect Face Refine and Prime ausgesucht aus der Sammlung. Ich habe das natürlich heute schnell da aus dem Körbchen schminken vergessen. Mache ich sonst jeden Tag drauf, wo ich denke, dass meine Poren einfach minimiert werden sollen. Auf jeden Fall, ja. Ein tolles Produkt. Dann kommen wir zum Manhattan. Da habe ich ein Endless Stay Lip Gloss in der Farbe 64M Berlin Berry rausgesucht. Ich liebe ihn. Ich habe ihn heute drauf. Ich habe schon Apfel gegessen. Aber das Ding hält und hält. Morgen früh wache ich so dann auf. Dann habe ich hier von Astor, er riecht einfach perfekt. Er riecht so, als würde ich da reinbeißen wollen. Auf jeden Fall geht es um den, dieses Produkt, wie heißt dieses Produkt? Lip Butter in dieser rosanen Farbe. Ich habe keine Ahnung, wie die Farbe heißt, weil sie abgegrabbelt ist. Da ist echt wirklich, da kann man an dieser Schrift rumrubbeln, da geht alles komplett ab. Ich liebe ihn trotzdem. Er hat einfach die perfekte Cremigkeit. Er rutscht nicht in die Falten. Er pflegt die Lippen. Er sieht toll aus. Er macht einen Glow. Er macht alles Mögliche. Es sieht einfach wunderbar aus. Und gerade dieses Rosa finde ich super. Dann habe ich hier noch Sleek. Und zwar ist das eine Face und Contour, Face Contour Kit in Light 884. Und zwar benutze ich am allerliebsten hier diesen Ton. Zurzeit kam er nicht so ganz raus, also aus der Palette raus. Aber ich finde den sehr gut. Und bevor ich die anderen Sachen entdeckt hatte, habe ich ihn auch wirklich oft benutzt. Eigentlich immer, weil ich da noch gar nicht so richtig mit Konturieren klarkam oder auch gar nicht so viele Konturierzeug brauchte. Es ist halt der gewesen und den habe ich dann jeden Tag benutzt, bis ich jetzt 10.000 andere habe. Dann kommt er halt zu kurz. Von Alverde würde ich dieses Blush raussuchen und zwar ist das die 07 Flamingo. Eigentlich müsste ich die ganzen Sachen schon auswendig wissen, weil ich schon das dritte Mal abdrehe. Dieser Ton sieht so aus. Es ist ein wunderschöner, schöner, bäriger Rotton. Das ist mein zweiter schon. Ich hatte tatsächlich 2011 einen gelernt. Dann habe ich hier auch noch eine Palette von NYX. Die habe ich wirklich 6 Jahre schon. Also 2010 habe ich mich damit täglich geschminkt. Täglich, deswegen sieht sie auch so aus, wie sie aussieht. Ich finde sie alle wunderschön. Sie, das ist die 03 Champagner und Kaviar, die heißt mittlerweile irgendwas mit Bobbles, weil ich die auch besitze, weil ich Angst hatte, dass ich dieses Produkt nicht mehr kriege. Weiter geht's mit Catrice und zwar ist das Eyebrow Set. Da gibt es keine Farbe, das sind diese zwei Töne. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal den Ton verwendet. Jetzt benutze ich den habe ich heute auch drauf. Auf den Augenbrauen, ich finde den super, der geht immer, das geht richtig schnell. Also ich weiß auch nicht, warum ich mal Augenbrauenstifte kaufe. Den Effekt finde ich viel, viel schöner, er hält länger, er sieht besser aus. Ich weiß gar nicht, warum ich mal Augenbrauenstifte kaufe. Dann von Ebeline, ja, Ebeline kommt auch dazu.
Ich liebe diesen Schwamm. Seitdem ich den habe, habe ich den Lilan eigentlich nur noch für transparentes Puder benutzt, also im trockenen Zustand aufgetragen, weil der Lilane ist nochmal ein Grad härter als der, aber weicher als der Pinke von Ebelin, eben das Make-up Eye. Und den finde ich am perfektesten von den dreien. Der ist wirklich schön schwammig, der lässt sich super auftragen, könnte ein bisschen spitzer sein, funktioniert aber super. Wie ihr seht, ist da auch nicht gewaschen. Damit habe ich gerade eben mein Make-up aufgetragen. Kiko, eine Stunde, weil dann würde ich diesen Blush nehmen. Den finde ich wunderschön in der 01. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner. Den kann man auch wirklich als Highlighter nehmen. Der hat so ein Glow drin. Guckt euch das mal an. Also das sieht man wahrscheinlich jetzt trotz beschissenen Lichtverhältnisse, sieht man den trotzdem. Ich liebe ihn. Ich liebe den Auftrag. Ich liebe den Geruch. Ich liebe die Farbe. Ich liebe alles an ihm. Ja, ist es. So, kommen wir zu BH Cosmetics. Kylie Bible Palette. Wow, ich habe es das erste Mal wirklich geschafft, diesen Namen auszusprechen. Und zwar geht es um diese Palette. Wunder, wunder, wunderschöne 4 Highlighter-Töne. Wobei der eher so ein Bronzer ist, aber wirklich auch sehr schön als Lidschatten zu gebrauchen. Bombenqualität zum Auftrag, also das butterweich, man könnte eigentlich den Geruch vielleicht überdenken, aber sonst, das riecht wirklich wie Acryl, als hätte jemand irgendwas chemisch gemacht und so riecht die Palette. Ich liebe diese Palette, ich finde die Töne alles super. Ich habe sie also öfters schon benutzt, eigentlich am meisten benutze ich diese 3 Töne hier. Ich finde die super, ich benutze auch mal gerne das helle. Ja, diesen Deja, das war diese Schatzfolie. Echt wunderschön, warum ich sie immer nur nähere, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wunderschön. Ich würde mir die von BH Cosmetics immer wieder. Dann zu Eva, wer hätte es gedacht? Das sind die Pinsel, weil die Paletten habe ich auch. 4 Stück an der Zahl. Finde ich auch gut, benutze ich aber zu selten, weil ich hier halt eben immer hin und her schwank. Und dann kam eben die Kylie Bible Palette. Oh Gott, da muss ich immer langsam reden, sonst klappt es gar nicht. Kylie Bible Palette. Und dann war die nur noch im Gebrauch. Essence, das sind die Liquid Ink Eyeliner. Die würde ich immer wieder nachkaufen. Gerade um diesen Wimpernkranz zu verdichten. Um den Wing würde ich mir einen anderen holen, weil ich einfach finde, dass es mir doch mit anderen Liquid Eyelinern besser funktioniert als mit dem. Aber für den Anfang war es ganz nett. Habe aber jetzt den von Catrice entdeckt für den Wing. Aber jetzt gerade habe ich den heute extra drauf gemacht, um euch zu zeigen. Man kann wirklich sehr präzise mit dem arbeiten. Er ist wirklich schön schön deckend schwarz und sieht wirklich wunderschön aus. Und verschmiert nicht so schnell. Das ist mir auch wichtig, wenn ich mal in den Regen komme, dass ich nicht... Maybelline, das ist das Color Tattoo in Crayon de Rose 91. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ist schon eine große Coole drin. Ich finde die Color Tattoos alle super, die ich habe. Ich kann mal so ein Swatch-Video machen, wenn ihr Lust habt. Ich liebe sie. Ich trage ihn jetzt schon seit mindestens 2 Monaten täglich. Bis auf, dass ich mal vielleicht eine weiße Base benutze oder sowas. Aber sonst immer, wenn ich mein Alltags-Make-up oder Weggeh-Make-up immer... Adeko, das ist die Camouflage Cream. Ich finde, die riecht sehr nach Oma unterm Arm. Aber ich liebe diese Camouflage. Ich decke damit alle meine komischen Hautirritationen ab und es funktioniert super. Kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, 2010 hatte ich wahrscheinlich weniger Falten, weil das habe ich mir total auf die hier hingeschmiert. Und ich will nicht wissen, wie ich 2010 rumgelaufen bin. Trended Up, es ist ein Nagellack geworden, war... Wer hätte es gedacht? 110. Es ist ein wirklich sehr dunkler roter Ton. Also es wirkt schon fast schwarz. Und das finde ich wunderschön auf den Fingernägeln, auf den Fußnägeln. Er geht immer. Ich finde ihn klasse. Ich würde mir wieder nach. So, Agnes B. Es ist ein Lidschatten geworden. Und zwar heißt der Bronze Reflects. Es ist ein wunderschöner Ton. Ich swatch euch den mal wohin. Da. Das ist der hier. Er sieht wunderschön aus. Ich liebe den. Ich würde mir ihn wieder nachkaufen. Ich habe ein paar Lidschatten von Agnes B. Aber den finde ich ganz besonders schön. So, Video kann ich jetzt dann mal demnächst bearbeiten, weil wenn es dann wieder heißt, es ist irgendwie ein Video, was nicht mein eigenes ist, nervt mich das total ab.
weil ich jetzt eben den dritten Anlauf habe und ein anderes Format habe, ich bisher auch nicht benutze. Ich weiß auch nicht, was mein Computer da nicht akzeptiert. Genau. Ich würde gerne noch einen Tag machen. Ich habe nur keine Idee, welchen so wirklich. Es gibt schon viele, die interessant sind. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas Bestimmtes sehen wollt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder sagt mir halt einfach irgendwas, was ich vielleicht abdrehen könnte. Demnächst habe ich ein Experiment mit meinem Haar mal vor. Da wollte ich auch mal irgendwie versuchen, zumindest das irgendwie zu drehen. Ich weiß noch nicht, ob das Kinder sind viel Arbeit und abends, ja, und dann meine schlechten Lichtverhältnisse. Ich hoffe, ich schaffe es, die Softbox vor dem Termin zu besorgen, bevor ich mir meine Haarfarbe hole, weil sonst macht es bei mir Bing und ich will dann andere Haare oder so. Aber ich würde euch super gern das mitfilmen und zeigen, was ich da mache. Ich grüße euch ganz, ganz lieb und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.